Moin, moin und willkommen zurück, ohne dass ich Zellos vorher Bescheid gesagt habe, dass ich jetzt einfach die Aufnahme starte, zu Mario vs. Donkey Kong. Donkey Kong. Ja, Rikus ist an der Stelle wieder unter der Dusche, der kommt in der zweiten Stunde eventuell. Geil. Wenn der einfach so während der Aufnahme reinkommt, dann, achso, das kann ich hier nicht offiziell sagen. Kannst du ihm gerade mal schreiben, dass er sich mutet, wenn er zwischen den Folgen kommt? Ja, das schreibe ich mal ganz kurz, ja. Weil er sitzt ja auf dem Sofa und es hat ja nichts mit anderen Sachen zu tun. Deswegen, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das geht. Ich habe einfach mit 2 Wochen nicht gespielt zur Erläuterung. Erstmal wieder lernen, ja. Oh Gott, auch noch Eis. Also ich bin jetzt quasi wieder hier am Anfang, ne? Es ist quasi das erste Mal. Man konnte irgendwie, glaube ich, so springen und dann den Sprung noch höher machen, aber wie ging das denn? Okay, ich habe schon wieder raus. Okay. Muss Wir werden das an der Stelle. Alles irgendwie vielleicht hinkriegen, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ich mag Eislevel tatsächlich ganz gerne. Mittlerweile hasse ich... Was heißt hasse ich das? Oh, okay, ich hasse doch Eislevel. Ich wollte gerade sagen, mittlerweile mag ich Eislevel eigentlich ganz gerne. In Videospielen und... dafür hasse ich den Winter in echt. Das hat sich bei mir halt komplett geändert. Ich habe ja nichts gegen Schnee oder so, aber das Problem ist, der Winter in Deutschland ist... ja. Oh nein! Oh, ich breche. Ja, da ich dafür den Schalter unten rechts drücken müssen. Achso, ja. Ich bin, wie gesagt, ein kleines bisschen müde, aber das kriegen wir alles hin. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass ich müde bin. Ja. Achso, den Schalter unten, jetzt, genau. Du könntest... Ja, okay, egal. Passt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Du hättest auch einfach abkürzen können jetzt an der Stelle. Muss da oben nicht entlang eigentlich. Ja, wie gesagt, ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Wir haben das Spiel 2 Wochen nicht gespielt. Das ist halt gerade alles ein bisschen... Drück den Schalter. Ja, also nicht wundern, wenn ihr euch denkt, wieso spielt er gerade so komisch. Wie gesagt, wir haben das Spiel, ich habe es nur 1 Stunde gespielt und dann die 2. Stunde hat Zellos gespielt und wir haben jetzt 2 oder 2,5 Wochen nicht gespielt. Ja, ist jetzt schon ein bisschen her. Ist im Prinzip so, als wenn ich das Spiel jetzt quasi wieder blind spiele, aber ja. Denke mal, das werden wir alles hinkriegen. Zellos, ja. Was sagst du denn zu Barrys IT-Kompetenz? Ich finde, das hast du sehr gut rausbekommen. Alles autodidaktisch, selber gelernt an der Stelle. Ich bin sehr stolz auf dich auf jeden Fall. Ja, dann musst du aber auch das Audio-File jetzt eigentlich mal vorspielen, damit die Zuschauer wissen, was ich meine. Boah, Alter, ich habe gedacht, das mache ich eventuell. Und jetzt muss ich auch mein Handy rauskramen hier. Ja, frech, Alter. Sieht das aus. Frech. Du musst ja Rikus auch schreiben, dass er während der Parts am besten sich mir. Ja, habe ich auch schon gemacht an der Stelle. Ja, hast du dein Handy ja da? Ja, aber das ist so ein Druck. Okay, Moment, warte. Ja, das ist immer bei uns Leistungsdruck, ne? Wir wollen hier nur die besten Aufnahmen hier, die besten Hits der 90er, 80er und von heute. Und von gestern und so. Wir sind die tollsten der Welt. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich hoffe, man hört es gleich auch über das Mikro. Ja, ich bin einfach kurz ruhig und dann sage ich dir gleich, ob man es hört. Okay. Mach einfach volle Kanne Lautstärke, so laut wie es geht. Oh Mann, die Lösung ist mir quasi aber naheliegend. Bisschen lauter. Hörst du es? Bisschen lauter. Geht nicht lauter. Okay, egal, passt. Mal wieder so eine Konsole von AliExpress geholt. Für Geld, die alle Game-Spiele hat, alle PS2-Spiele und so. Boah, PS1-Spiele und bla bla bla. Funktioniert auch gut, ne? Und der Ton war immer leise und ich dachte, ja, okay, ist halt nicht schlimm. Machst du den Ton halt lauter am Fernseher, kein Problem. Habe ich in der Mittagspause mal geguckt, wie das so mit OBS und so funktioniert. Und da ist halt der Ton auch so mega leise. Ne? Und da kann ich natürlich den Windows-Ton auf 100% stellen, könnte ich. Oder ne, auf über 100% quasi. Aber dann müsste man jedes Mal Stimmen von 2. und 3. Personen und von mir anpassen, weil er natürlich alles gut macht. Ne? Habe ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich in den letzten Tagen immer mal wieder in der Mittagspause oder wenn ich zwischendurch mal Zeit hatte, gegoogelt, woran das liegen kann, ob HDMI-Kabel kaputt ist, ob das HDMI-Kabel gewechselt. Hab mal auch geguckt, ob das ein bekanntes Problem von dem Programm ist. Also hier beziehungsweise, also das Programm heißt Pegasus. Das ist wohl eigentlich für iPads ein Emulator. Oder Android-Pads, keine Ahnung. Naja, hab da geguckt, hab mich beschäftigt, bis ich dann den Karton geöffnet habe und gesehen habe, da ist eine Fernbedienung drin. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Dann nehme ich die Fernbedienung und stell einfach die Lautstärke hoch. Ich musste... Oh, das ist echt so geil. Ich musste so lachen. Aber jetzt funktioniert alles. Aber seht ihr mal, wie verrückt man sich machen kann mit so einem Scheiß. Nein, was heißt verrückt machen? Also, ja. Ich kann den Ton noch lauter stellen können, so jetzt nicht. Aber ja, dann war da einfach eine Fernbedienung, die ich nicht gesehen habe. Und dann konnte ich einfach... Das ist ein Schalter, oder?
Was meinst du? Den Schalter unten wieder drücken. Ach, den da. Ah, okay. Ja, das ist Barrys IT-Kompetenz. Ne? Das ist... Ja, das war... Aber ich finde es ja super, dass du es selber rausbekommen hast an der Stelle. So ganz autodidaktisch selber. Okay. Scheiße, woran könnte es jetzt liegen? Kacke. Ja. Ja, hast du auch jetzt kompetent hier rübergetragen, hier das Ding, finde ich, an der Stelle. Ja, es geht so. Ich habe zwischendurch selber in die Aufnahme gehört, um zu achten, ob man die gut hört. Deswegen, ja. Naja, egal. Ich meine, wir haben ja sowieso nicht... Ach Gott, warte mal. Das ist ja kein Problem. Da rutscht er ja runter, ne? Mhm, der rutscht runter. Wenn du den auf so etwas wirfst, genau. Hui. Ich muss mich tatsächlich mehr an die Steuerung gewöhnen, als ich dachte. Das Problem bist du hoffentlich nicht habe in der zweiten Stunde. Okay. Ja, schau ich einfach mal. Sehen wir dann. Achso, ich spiele übrigens heute. Wir haben es ja noch nicht erwähnt. Ja, geil, ja. Eigentlich wäre Rikus dran, aber der ist unter der Dusche. Der ist so verschwitzt. Das ist... Oh, ja, der hat auch gerade Bilder geschossen fürs OnlyFans. Echt? Ja, ja. Hat er mir erzählt. Hat keiner gewusst. Ja, dann hat er ja auch was für den Kanal gemacht, ne? Ja, Mann. Big Money, Big Cash. Ja. Oh. Was das angeht, hat Rikus das uns ja deutlich voraus, ne? Ja, das stimmt. Er ist halt heißer als wir. Das müssen wir leider zugeben. Und geschafft, glaube ich, ne? Achso, die Bonus-Sache machen wir ja nicht, zum Glück. Oh Gott sei Dank. Nö, das machen wir echt. Nee. Einfach ganz entspannt runterdödeln hier. Ja, wir gucken einfach mal. Ansonsten, hast du irgendwie IT-Probleme in letzter Zeit gehabt, die du lösen konntest? So kompetent wie ich, oder? Tatsächlich war es in letzter Zeit ziemlich ruhig im Geschäft, weil viele im Urlaub sind jetzt gerade aktuell so über Pfingsten. Das merkst du halt so wirklich so. Ist halt Sparflamme gerade aktuell. Ist schon auch ganz okay so. Das ist doch gut. Ja. Von dem her, es darf auch mal gut laufen. Das ist auch schön. Ja. Hatten wir eigentlich gesagt, dass das eine Nachricht von WhatsApp war? Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, aber... Ja, es war eine WhatsApp-Nachricht, genau. Ja, ich bin heute ein bisschen durch und jetzt muss ich auch noch spielen, ne? Dieser enorme Druck. Ja, so viel zu tun, ne? So viel zu erleben, so viel zu sehen. Will ich das Geschenk? Eigentlich will ich das gar nicht. Ja, nimm das einfach mal mit. Ach, Geschenke. Geschenke setzen einen immer so unter Druck. Eigentlich will man gar nicht schenken und da muss man sich irgendwelche Geschenke aussuchen und... Ja, oder man macht es ganz einfach. Man schenkt so eine Steam-Karte. Das mache ich meistens immer. Ja, da brauchst du auch gar nicht schenken. Ja. Also es ist nicht, dass du mir keine Steam-Karte schenken sollst. Aber... Ah, fuck. Ja, du hast einen Checkpoint. Alles gut. Ich frage mich, wenn wir diesen Modus entspannt nicht haben, was ich dann ändern würde. Ich glaube, dass es keine Checkpoints geben würde. Wäre jetzt meine Vermutung an der Stelle. Ich gucke aber mal. Oder eventuell, dass man hier so ein krasses Zeitlimit hat. Weil, oh Gott. Ja. Das war jetzt nicht so klug. Das ist gar nicht so einfach. Wie soll ich das denn jetzt da schaffen mit dem... Achso, der hat gar keinen. Kannst du einfach rüberspringen mit den Eiszapfen. Ach so, ich dachte... Ah, ich wusste nicht, dass die nochmal wiederkommen. Mhm. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich bin heute ein bisschen verpeilt, bin ein bisschen müde. Eigentlich müsste ich auch schlechte Laune haben, aber ich nehme jetzt ja auf, deswegen habe ich eigentlich... Also da ist ja hier so ein Zeitlimit, deswegen vermute ich mal... Genau, normalerweise gibt es ein Zeitlimit und ich gucke jetzt nochmal an der Stelle nach. Wahrscheinlich gibt es auch keinen Checkpoint, so ich mir das... Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zeitlimit hier so... Oh, die Geister darf ich wahrscheinlich nicht berühren, oder? Wie soll das denn funktionieren? Also ich habe bei dem Spiel ja, ohne dass ich mich jetzt gespoilert habe oder so, ein bisschen die Befürchtung, dass es wahrscheinlich so ist, dass irgendwie die ersten zwei Drittel des Spiels relativ easy sind und danach das letzte Drittel absolut asozial. Das ist meistens immer bei so komischen Rätselspielen. Ist meistens so, ja. Deswegen ist es dann ja gut, dass Rikus den letzten Part spielen muss. Das Schwierige ist jetzt gerade, leider gibt es nur Videos zu dem Thema, was für Unterschiede es gibt. Die gucke ich jetzt nicht an der Stelle. Aber ja es wird bestimmt die Zeit sein. Also Checkpoint kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den rausgemacht haben, weil das würde für Nintendo mehr Arbeit kosten. Und wenn eine Firma durchaus mal faul ist, dann ist es Nintendo. Kann sein, dass es dann einfach nur das Zeitlimit ist, ja. Okay, da ist ein Hammer. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich will doch gar nicht den Bonus-Scheiß. Jetzt hast du den Hammer. Ja, das Leben ist hart, ne? Ja. Wenn man einmal keinen Bonus haben. Finde übrigens toll, wie du das mittlerweile sehr kompetent kannst mit diesem Sprung da, mit diesem... Ich versuch's, das ist meistens aus Versehen, dadurch, dass die Steuerung so ein bisschen verzögert ist und dich dazu neige, dann hast du zwei, dreimal zu oft zu drücken. Aber es sieht sehr, sehr kompetent aus, was du machst. Das ist gut. Ich fühle mich gerade nicht so kompetent. Alle Geschenke geholt. Wir sind jetzt 100% playful an der Stelle. Achso, ich habe übrigens mal
nicht unter dieser Woche, aber unter der letzten Woche geguckt. Hm. Es gibt, also wir machen ja die ersten 8 Welten, da kann ich schon mal spoilern. Okay. Und danach gibt es nochmal andere 8 Welten, die nochmal besonders schwer sind und dann geht es darum, 100% zu sammeln und die werden wir nicht machen. Also, okay. Ist mir zu stressig. Beziehungsweise nicht zu stressig, sondern zu. Ich glaube, dafür ist dieses Spiel nicht so interessant, dass man. Oh, das wollte ich jetzt zum Beispiel gerade nicht. Ich wollte eigentlich nach rechts springen. So viel zum Thema. Das sieht gut aus, was du machst, Barry. Das sieht gut aus, was du machst, Barry. Ach, ich muss den Schlüssel bestimmt. Muss ich den einfach durch diesen Portal werfen? Nee. Erstmal nicht. Erstmal kannst du mit dem nichts machen, glaube ich. Glaube ich nämlich auch. So, Steuerung. Schleichter. Steuerung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist ein Checkpoint, den aktiviere ich mal. Oh, ich wusste nicht, dass ich. Oh. Ach, der Barry, der ist heute schläfrig, ne, eigentlich. Ja, schon müder Barry heute. Sparflamme Barry. Ich komme halt gerade nicht so wirklich auf die Steuerung klar. Also nicht, weil sie so schlecht ist, sondern einfach, weil sie so ein bisschen verzögert ist und. Ja, da hätte ich jetzt zum Beispiel auch gerade gedacht, dass ich da einfach ganz normal durchlaufen kann. Aber das Gute ist, wir spielen ja entspannt, dann kann ich so scheiße spielen, wie ich will. Ja, du hast noch 2 Leben. Ach so, in dem Level hier, das gibt es? Okay, ach du Scheiße. Ja, es gibt halt sowas wie Level, Leben. Und jetzt? Ach so, jetzt kann ich hier? Ah, ach, man hat in diesem entspannten Modus auch nur 5 Leben pro Level. Wie kriege ich den jetzt hier runter? Du musst, glaube ich, die blauen Plattform aktiviert haben und dann den Schlüssel da durchtragen an der Stelle. Ja, geh nochmal nach links. Du kannst mit dem Schlüssel jetzt nichts machen. Ich versuche es nach links zu gehen. Das ist jetzt ein Level, wo du tatsächlich... Oh, Steuerung! Musst. Steuerung, hallo? Was soll ich machen? Ja, erstmal auf das Ding warten, dann steigst du drauf. Und dann blauer Schalter. Achso, jetzt geht das Ding hier auch nicht mehr. Und jetzt den Port nehmen? Jetzt nicht den Port nehmen. Nicht den Port nehmen. Steuerung. So, jetzt nimmst du den Schlüssel mit, gehst nach links, gehst in den blauen Port. Achso, jetzt verstehe ich, was du meinst. Steuerung. Ich hab's versucht. Ja, das ist Eismechanik. Da musst du ein bisschen ruhiger bleiben, Baby. Das heißt, ich muss... Wobei, ich brauch jetzt den blauen Port, ne? Du musst erstmal wieder zurück. Hättest auch jetzt den Fump nehmen können. Den Stein. Egal. Wenn man sich schon anstellt, dann richtig. Müssen die Videos ja auch noch kürzlich in die Länge ziehen. Nein, müssen wir nicht. Sind auch schon lang genug, aber seht's mir nach. Ja, ich bin einfach unfassbar müde. So, okay. Das heißt, jetzt warten und dann den blauen Port nehmen, ne? Bloß nicht den Port nehmen. Okay. Nicht den Port nehmen. Port nehmen! So, jetzt den Port nehmen, ne? Jetzt den blauen Port nehmen, ja. Bitte, Eissteuerung. Lass mich leben. Oh, jetzt aktivierst du das. Und dann den roten. Und dann den roten Port nehmen. Und dann wirst du gespawnt automatisch. War eigentlich ziemlich easy, aber naja. Man kann sich ein bisschen anstellen. Ja. Egal, dafür bin ich ja da. Ja, und Eistee, der mich gleich hoffentlich besser macht, aber ich glaube nicht so wirklich. So. Ich mach einfach mal. Ich meine das. Mach mal, ja, ich hab mal gesagt, ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich spiele einfach ohne Sinn und Verstand. Das ist gut. Okay. Also ich denke jetzt wirklich überhaupt nicht nach. Ich laufe einfach, ne? Ich mache jetzt hier. Mach einfach Dinge, genau. Ich mache einfach Dinge. Ach, das wollte ich nicht. Wobei. Oh, scheiß was drauf. So, jetzt geht er ab. Jetzt macht er 100% Run. Ich sehe es kommen. Darf ich den blauen. Ach du, ich kann den blauen Port benutzen, ne? Könntest du, aber bringt dir, glaube ich, nichts. Doch, dann komme ich da oben hin. Da will ich ja hin. Dann bringt das tatsächlich. Boah, im Eis die Richtung wechseln und dann springen, Zellos. Das ist die Hölle. Wie in echt eigentlich auch. Von daher ist das Spiel ultra realistisch, wenn man eigentlich. Realistisch als zum Beispiel Spiel, ja. Hast du das schon mal versucht, wenn du auf Eis gelaufen bist, die Richtung zu wechseln und dann zu springen gleichzeitig? Ich glaube, das kann nur Mario. Ich kann das leider nicht. Oder Eiskunstläufer, aber ich bin kein Eiskunstläufer. Ich habe jetzt einfach in diesem Level nicht nachgedacht, habe einfach immer nur gespielt und bin zu dem nächsten hingegangen, was geleuchtet hat. Das hat funktioniert. Hast du gut gemacht. Das hat gut ausgesehen, ja. Ja.
Das heißt, ich krieg vielleicht, muss gar nicht das Eislevel spielen, wenn du das jetzt komplett durchzockst hier. Das ist ja. Oh, meine alte Kriegsverletzung. Zellos. Ich mache aber mal wieder hier. Oh, es vibriert. Das ist ja unfassbar. Mm. Vibration. Wie stehst du? Also, ich meine jetzt nicht sexuell, sondern zu, in Videospielen zu Vibration. Ich finde, damals, als sie es eingeführt haben, das war ja, glaube ich, zu N64 hier Lighted Wars. Ja, N64 und PlayStation. Da fand ich es mega cool, einfach nur. Du hast einfach so plötzlich irgendwie, das war immersiv irgendwie an der Stelle. Obwohl das jetzt eigentlich nur so kleine Ruckler waren, sag ich mal, die du so zwischendurch hattest. Aber das war etwas Immersives gehabt, das war ganz cool. Also ich muss mal gerade gucken, wenn man hier so diesen, so lange lief, kriegte man, glaube ich, keinen Schaden, ne? Warum auch genau, immer. Genau. Ja, und jetzt? Den Schlüssel oben links holen. Ja, ich weiß. Und jetzt, was sagst du jetzt zu Vibration, also meinte ich eigentlich? Mittlerweile finde ich das eigentlich ganz gut, dass es so ein Mainstay ist. Eigentlich fast bei jedem Controller eigentlich drin. Also quasi bei jedem. Okay. Ja, ich habe dann, ja, eine etwas andere Meinung. Ich fand Vibration früher unfassbar cool. Mhm. Mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Also könnten sie auch weglassen. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe eine Sehnscheinentzündung gehabt. Mal am linken... Oh Gott, scheiße. Am linken Scheiße und am linken Arm. Und wenn ich dann zu lange irgendwas spiele, was krass vibriert, dann tut mir das halt auch weh. Ich kann auch kein, wie heißt denn dieses Gartengerät, was so krass vibriert, womit man die Gräser wegmacht? Oh, das kann ich zum Beispiel gar nicht benutzen, weil mir nach einer halben Stunde meine Hand so weh tut und ich dann nach zwei Tagen meine Hand nicht bewegen kann. Du meinst kein Rasen mehr. Du meinst hier diesen ja, Trimmer oder sowas? Ja, genau. Sowas kann ich halt leider nicht benutzen. Mhm. Und okay. Ja, damals im Studium eine Sehnscheinentzündung, weil ich den Zettel so verkrampft gehalten habe. Und dann habe ich nicht mit der Hand, mit der ich schnell geschrieben habe, die Sehnscheinentzündung bekommen, sondern mit der Hand, mit der ich den Zettel gehalten habe. Okay, also die Last hat eigentlich an der Stelle, okay. Ja, aber mittlerweile ist, ja, das Einzige, was es, wie gesagt, auslöst, ist jetzt hier so viel Vibration oder wenn ich viel hebe oder sowas, ist jetzt nicht so, dass ich da unter dauerhaft leide oder so. Da komme ich doch auch so hin irgendwie an den, oder? Ich glaube, du kannst auch einfach so runterrutschen, ja. Das ist mit dieser Steuerung, also... Haltet mich für doof, aber es... Das war stylisch, wow. Very, wow. Ich muss sagen, oh, dass das funktioniert hat, wundert mich. Ja. Alter, die Eislevel sind schrecklich. Wunderschön gemacht. Danke, danke. Ich will jetzt endlich Matschlevel oder Regenlevel oder keine Ahnung. Irgendwas, was dich noch schlechter springen lässt, am besten ja Matsch. Genau. Honig. Ach, Honiglevel auch. Oh Gott, das habe ich nicht laut gesagt. Vielleicht hast du Honiglevel spielen wahrscheinlich. Ja, wir hatten zwischendurch übrigens auch mal überlegt, ob wir zwei Spielermodus starten, aber dadurch, dass dann einer kein Döniges reden kann, haben wir darauf keinen Bock. Ist ein bisschen schwierig, ja. Grundsätzlich, ich finde, bei manchen Spielen, ich finde es auch immer noch gut, das mit der Vibration, das macht auch Spaß an der Stelle, ist immersiv, wie gesagt, bei so Simulations- und Shootern und sowas finde ich das super. Ich habe nur öfters mal den Fall, wo zum Beispiel bei Smash Bros. Oder ich glaube bei Mario Kart war das auch so, da habe ich sie auch tatsächlich lieber aus, weil ich mir denke, das lenkt mich irgendwie ab, ein bisschen so, das irgendwie sagt mein Gehirn irgendwie Alarm, Alarm und ich reagiere verzögert, keine Ahnung. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja, irgendwie so ein bisschen verspätet. So, ich weiß es nicht, aber ich wette, ich muss den Schlüssel da rechts rüberwerfen, deswegen mache ich das jetzt einfach. Ja. Ohne es jetzt zu wissen, ob ich es machen muss. Also. Sieht kompetent aus, was du machst, ja. Okay, das war meistervoll gemacht. Schön. Danke, danke. Vielleicht schaffen wir das Spiel doch noch heute. Mal gucken. Aber ja, ich glaube nicht. Nicht zu sehr unter Druck setzen lassen. Oh, jetzt sind hier Stacheln, das ist natürlich eklig. Oh Gott. Und Ninjis. Ich mag Ninjis. Die können sie ruhig öfters in Videospielen einbauen. Ja. Achso, da muss ich jetzt wahrscheinlich so. Ja, jetzt gibt's Support. Okay. Ich glaub, da kannst du den Sticks machen, ne? Ich glaube, das ist nur Bonus. Das ist nur für dich, glaube ich, ja. Zum Flexen. Kann ich eigentlich. Kriege ich jetzt Schaden, wenn ich hier gegenlaufe? Ach, da ist sogar schon das Ziel. Ja, scheiß was auf Bonus. Wir wollen ja nur die ersten 8 Welten schaffen und Blödsinn erzählen. Nee, aber... Oh, Vibration beim manchen Spielen ist echt schön. Ach, stimmt, bei der Mario Fußball hat es mich auch abgelenkt für die Switch. Das hatte Vibration. Ich glaube, da hatte ich es direkt ausgeschaltet. Ja, das hatte Vibration, aber ich... Oh, das könnte jetzt schwer werden und eklig. Ja. Das könnte jetzt eklig werden. Bei Eis die Jungs jetzt an der Stelle ins Ziel finden. Führen. Ja, okay. Also ich schalte Vibration meistens aus. Ich habe das nur heute irgendwie vergessen. Tatsächlich. Ja, ist okay.
glaube, das stört niemanden, der zuguckt, ob es hier vibriert oder nicht. Ja, kommt die muss ich die in der richtigen Reihenfolge eigentlich einsammeln? Oh Gott, das ist ein schreckliches Level. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Aber ich denke einfach mal nicht nach und spiele einfach, so wie immer. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Ach, die können sterben. Was ist jetzt? Ja, die sind noch unverwundbar für kurze Zeit. Und wenn sie dann nicht mehr unverwundbar sind, merkst du es, wenn dann noch einer stirbt. Ich glaube, jetzt kannst du den einen Mario nehmen. Kannst du die greifen? Die Mini-Marios. Naja. Ich hätte jetzt gedacht, den könntest du greifen und könntest du dazu zu dem O darüber ziehen an der Stelle. Ich komme ja auch nicht wieder raus, das ist das Problem. Okay, ich check überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Ich wüsste jetzt gerade auch spontan nicht, wie man das macht jetzt hier. Ah, warte mal, ich habe eventuell eine Idee. Wobei, das macht auch keinen Sinn. Ja, probier einfach mal. Sinnloses Probieren. Das ist meine Spezialität. Die Leute, jetzt hüpft doch mal hier hin. Tut mir doch mal den Gefallen. Weiter nach links. Lass die doch mal oben und geh mal jetzt an der Stelle links. So meinst du, ne? Ja. Siehste? So schlau, Zellos. Zusammen schaffen wir. Ja. Das meiste. Nicht alles, aber das meiste. Das meiste. So, jetzt sind die nur leider zu blöd, um da hochzuspringen an der Stelle. Könntest du jetzt eigentlich theoretisch, glaube ich, sogar das Toy, also das Y, das kannst du, glaube ich, vielleicht sogar alleine holen? Das würde ich auch gerade versuchen, aber achso, hier rutscht man nicht. Ah, da rutscht er nicht, ja, okay. Der Stachel hier wird mich ja umbringen, die Truhe, na gut. Ich glaube, jetzt bin ich gesoft, glaube ich, oder? Wieder aktivieren. Komm ich auch wieder, achso, das Blaue. Das Blaue noch aktivieren. Mario! Okay, jetzt muss sie halt irgendwie nach oben führen. Die Leiter können die nicht benutzen, ne? Du kannst, glaube ich, höchstens denen das so vorbereiten, dass du oben den Trampolin für die abstellst, oben links. Ah, dann kommen die doch hier hoch nicht, oder? Ja, die müssen auch nicht da hoch. Ach so, hier durchwerfen quasi. Ja, einfach durchwerfen, genau. Dieser wunderschönen, nicht verzögerten Steuerung ist das absolut kein Problem. So, und jetzt bringst du die erstmal hoch. Und lässt sie erstmal hochgehen. Genau, und sobald sie alle hoch sind, gehst du wieder runter, nimmst du den Trampolin. Ach, kommen die dann nicht wieder nach unten? Nein, kommen sie nicht. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Ja, nimm das doch. Wieso? Ich muss doch jetzt hier. Ich muss es doch da durchwerfen, oder nicht? Nein, du musst das Trampolin hochbringen einfach. Du kannst es ja auch hochwerfen. Ach, das geht auch. Nach oben werfen. Bist du sicher, dass das geht? Nein, bisher ging's. Also, okay. Ich gehe mal davon aus, ja. Ah, okay, das wusste ich nicht mehr. Ich wäre jetzt diesen extra Weg gegangen und hätte das da durchgeworfen. Ja. Jetzt gehst du an der Stelle her und du darfst ja einfach mal nach oben kommen, hier die Jungs. Warte mal bitte auf die Zacken, weil sonst sterben dir die ganzen Marios. Ja, dann kommen die eben wieder. Leben eben wieder, ist doch egal. Nee, du hast jetzt zwei schon verloren, die ist sind permanent weg. Das interessiert mich nicht. Okay, dann gehst du hoch, machst den Schalter. Das ist die Frage, ob die das auch hier hinkriegen. Ja, schön. Zellos, du weißt doch, wir hassen 100%. Ja, aber ich mag das Leben. Ich nicht. Ich bin philosophisch. Guck mal, es leben doch die meisten. Was willst du eigentlich? Ja, wir haben Schwund, hallo? Wir haben Leute Steuern. Im Krieg. Das ist nicht Steuern, da kriegt man auch nicht immer alles, was man verdient. Aber. Guck, aus dem einen Mal Sozialversicherungsabgaben und Steuern. Bleiben noch 4 Marios übrig. Wie im echten Leben. Trübe Realität. Am Anfang hast du 6 Marios. Wenn dir 2 runtersterben, wie viele hast du dann noch? 4 Marios. 4x DK, was heißt das denn? Ja, du 4 musst Treffer? 4 mal treffen. Ja, du musst ihn 4x töten. Achso, die Dinger kann ich, darf ich wahrscheinlich nicht berühren. Korrekt. Die schon? Die wahrscheinlich schon, ja. Boah, mit dieser Steuerung ist das eine super spaßige Art. Oh. Das machst du, ich glaube an dich. Ich glaube so mittelmäßig an mich. Ich bleib einfach hier stehen. Im Moment sehe ich jetzt nicht die Gefahr. Ja, genau. Jetzt kannst du das links abholen, das Ding. Perfekt. Töte Donkey Kong. Ich meine, mach ihn kaputt. Guck mal, ich mach mich voll über den lustig. Ich mache so... Oh, fuck. Oh nein, er adjusted. Er wird besser. Er lernt dazu. Ja. Ich bin wie Son Goku. Ich werde immer besser.
Und ich mache meine Feinde zu meinen Verbündeten, wie Donkey Kong. Genau. Du musst was essen, damit du wieder stärker wirst. Zellos sei so froh, dass du diese Eislevel nicht spielen musst. Ich meine, sind ist auch nicht so unfassbar schwer zu steuern, du ist jetzt nicht, aber... Das ist schon belastend. Du bist eigentlich mal eins spielen an der Stelle später. Na, ich hab doch gedrückt! Ja, du warst verzögert. Deine Mutter ist verzögert. Du bist verzögert. Das Spiel ist verzögert. Oh, zum Glück kann ich nicht sterben, oder? Du hast noch zwei Marios, also... Zwei Treffer darfst du noch kriegen. Man eigentlich auch irgendwie runter? Ich glaube, der wirft den jetzt wieder hier hin. Ne? Oh Gott. Steuerung, sei mein Freund. Das war gut. Probier einfach nicht auf Eis zu stehen. Ich glaube, das ist das A und O. Ich glaube auch, ja. Da war es wohl kein Eis. Das waren die Reflexe eines jungen, schlechten Gottes. Hallo, Spiel. Ich habe Angst. Achtung. Ich habe die Sprungtaste gedrückt. Ich weiß, aber das war nicht rechtzeitig. Oder zu früh, je nachdem. So ist es spannend, ne? So kann man nicht sagen, hier der Barry, das ist... Oh, das war auch zu knapp. Diese verzögerte Steuerung, Zellos. Ja, ne, keine Ausflüchte hier. Die ganze Zeit hier diese Ausflüchte. Das geht sind Ausflüchte, ja, aber es sind... Wahre Ausflüchte. Ich probiere jetzt einfach mal... gut zu sein, oder? Das wäre cool. Ja, das kannst du mal probieren, ja. Okay, ich hätte. Ich glaube, ich habe einen guten Platz. Kann dieses Ding nicht eigentlich treffen? Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist für dich harmlos, wie es aussieht. Aber der Schnee. Also, was ist das für ein komischer Mario? Schnee tötet ihn? Ja. Eis. Das ist halt ein Puzzle, hier. Mario. Kein richtiger, meinst du? Naja, bleiben wir ruhig. Wir haben ja noch jede Menge Zeit. Wenigstens kriegst du keinen Schaden, wenn... Barry. Wenn du wüsstest, wie diese Eissteuerung ist, Zellos. Okay. Wenn du meinst. Aber dann kriegst du vielleicht die Lava-Level, die scheiße sind. Ich krieg wahrscheinlich ja auch die mit einem Haufen Todesgruben, krieg ich wahrscheinlich jetzt die an der Stelle. Das wäre auch okay als Ausgleich. Oh ja, Eis und die Dinger da gleichzeitig. Der war jetzt ein bisschen fies, zugegeben. Unter normalen Umständen. Ich wurde sogar nochmal getroffen. Also, ja. Naja, ich hab's irgendwie einigermaßen geschafft. Hey, ich bin stolz auf dich. Das erste halbe Stunde rum. Ich bin schon wieder geschnappt. Gefühlt länger, aber das liegt auch an dem Eis, ne? Das liegt, glaube ich, ja an dem Eis, ja. Okay, das war bisher, soweit ich mich erinnern kann, die ekligste Welt. Zwei von sechs haben überlebt, Barry. Was sagst du dazu? Ich bin vollkommen zufrieden. Okay, wenn ich jetzt noch ein paar Level von Welt 7 schaffe und du Welt 7 und 8, dann könnten wir es vielleicht sogar heute doch schaffen. Mal gucken. Come back! Der Mysterienforst. Ja, klingt eigentlich wie bei meinem Vorgarten, aber okay. Warum ist hier so viel Müll und warum liegen so viele leere Bierflaschen in meinem Garten? Ja, genau. Gleich bei Galileo Mystery. Ja. Warum ist mein Eistee schon wieder alle? Oh, das ist aber schlecht. Oh, kein Eis mehr, danke, Jesus, danke. Oh, jetzt hast du aber dafür hier... Ja, das ist doch cool. Kann man überhaupt nicht steuern, das ist wenigstens besser als... Warum gibt es eigentlich Fließbänder im Wald? Was ist da los? Keine Ahnung, industrielle Revolution? Ich glaube, du musst es jetzt hochwerfen, ja, genau. Aber wohin? Ich sehe gar kein Schloss. Du musst, Hä? Ah, du musst immer den Schalter aktivieren, dass, wenn der da an einem bestimmten Punkt ist. Nicht zu früh. Das ist cool. Ja, das ist eine coole Idee. So, und jetzt schnell schnappen. Ah nein, ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte nochmal aktivieren müssen. Ja, ihr habt es gesehen, ja. Ja, okay, das ist ein cooles Level, das finde ich sehr cool. Wir haben eben ein bisschen gemeckert, zu Recht. Ja, aber ist halt Eislevel, ne? Ja, Eis ist scheiße. Eis und Unterwasserwelten sind immer scheiße. Das habe ich gesagt. So, nochmal. Genau. Drüben hast du ja das Pendant dazu. Jetzt habe ich ja keinen Zeitdruck mehr. Genau. Wunderschön, Barry. Flupp. Mein Gott, du bist so ein toller Typ. Schau dir das an. Danke, danke. Easy. Okay. Lustige Fließbänder schon wieder.
Ah, okay. Ich will dir diesen komischen Sprung machen, aber das geht irgendwie nicht. Ach so, ah, okay, hä? Ah, ich verstehe. Ich habe die ganze Zeit versucht, diesen komischen Sprung zu machen. Die fällt nicht so gut. Und der geht da gar nicht. Der geht da nicht. Okay, alles klar. Deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert, weil sonst ist Nintendo ja nett und erzählt einem sowas, aber... Ja, das musst du halt selber rausfinden. Okay, das war auch cool. Also die Welt ist deutlich cooler als die letzte. Die ist cool, ja. Also gibt halt jede Welt ein so ein Thema. Mit der Violine, die ist irgendwie so dramatisch, so mysteriös. Ja. Schön. Voll toll. Ich habe Nachrichten in WhatsApp. Ist das deine von dir an Rikus, oder? Hat er schon geantwortet? Das könnte meine sein an der Stelle, ja. Ist immer noch meine. Okay. Here we go. Darf ich dir mal... Guck mal, die süßen Shy Guys. Ah, oh, jetzt habe ich was bekommen. Ah, bist schneller als ich. Nee, das ist ein E-Mail bei mir tatsächlich. Und jetzt muss ich warten. Okay. Ach, das kann ich auch abbrechen, indem ich alle Tasten drücke. Ich erinnere mich. Genau, du konntest ja mit einem bestimmten Knopf konntest du abbrechen. Ich weiß nicht mehr genau was. Ich glaube, Y oder X. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Okay, was hätte ich da machen sollen? Die rennen sofort los, sobald du da... Okay, Da. Kann ich... Komm, jetzt schlafen die. Das war gut. Oh oh. Kannst du über den springen eigentlich mit dem Speer? Und selbst wenn, das wäre mit dieser Verzögerung der Steuerung. Du kannst ja mal den Fragezeichenblock mal gucken, ob da irgendwie die ausloten kannst, die Jungs. Stimmt. Hammer wegwerfen. Ah, okay. Achso, auf X. Ach, jetzt wissen wir was. Jetzt wissen wir. Kannst du ihn auch hochwerfen? Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Nee, das ist einfach, dass man den wegwirft, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Ja, du wirfst ihn sogar hoch an der Stelle. Okay, dann kannst du ihn dann sogar wieder präparieren, so in Anführungszeichen. Ha, das ist ja geil. Das ist cool. Das ist cool. Macht das Level aber auch nicht unbedingt einfacher. Nee, und das macht zukünftige nicht leichter. Nee. So, jetzt kannst du wieder wegwerfen, genau. Stoppst die Schlüssel. Ah, das geht auch, okay. Wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Das ist schon... Das hat schon irgendwie was von fortgeschrittenen Strats hier. Was ja, man kann wahrscheinlich. Ich bin, glaube ich, ganz froh, dass wir diese Zusatzwelten nicht machen, nur die ersten 8 entspannt. Jetzt, wo ich mir das denke, ja, wahrscheinlich. Ist besser so. Okay, zu dem Affen, da konnte ich ja so dran klettern. Aber vielleicht sind diese 6,5 Spielstunden, von denen die erzählt haben, auch nur, wenn man irgendwie alle Geschenke und so einsammelt. Wir scheißen da ja größtenteils drauf. Ja. Ich bin das ja nur so irgendwie durch. Ich glaube, das ist sogar die reguläre Spielzeit, aber ja, kann durchaus sein, dass es mit Dings ist zusammen. Oh, guck das ist der Affe. Ja, da findest du nicht Power Long to Beat. Stimmt, wo ist noch ein Schalter? Aber was ist denn, wenn ich jetzt den gelben drücke? Ja, dann fliegt der runter, aber du musst den auch runterfliegen lassen, wenn er auf der Plattform steht, auf der roten. Das ist quasi jetzt. Jawohl. Wunderschön, Barry. Achso, jetzt komme ich darüber, ja, okay. Yes, sir. Das war ein bisschen. Ja, moi. Ja, moi, jetzt ist halt so, ne, müssen wir ein bisschen warten hier. Oh. Ah, ne, ich muss vorher noch wieder rot aktivieren, das war jetzt dumm. Ich hab's auch erst gecheckt jetzt, ja. Okay. Das Gute ist dadurch, dass wir Noobs sind und diesem Idiotenmodus spielen. Reicht gerade so aus für uns. Auch gerade noch so, ne? Gerade noch so, ja. Ah, wunderschön. Ach, Barry, das war der erste Versuch, ich hab's gesehen. Ja. Wunderschön. Will ja nicht zu viel für Zeller schaffen. Wobei, wenn ich 1,5 Welten schaffe, dann... Kannst ich hab ja noch 20, 30 Minuten. In der Stunde, also nee, in 30 Minuten 2 Welten schaffe ich nicht. Aber wenn ich noch so die siebte, so die Hälfte schaffe oder so, habe ich ja gleich fast schon. Schauen wir mal. Kann Zellos den Rest machen. Boah. Also für so viel Verantwortung jetzt an der Stelle. Ich muss alles direkt umsetzen hier, was da gleich... Okay, das Level sieht... komplexer aus, als es wahrscheinlich ist. Schlüssel hätte ich jetzt mal gesagt, rüber. Ich mache einfach wieder alles irgendwie, wie ich denke, ne? Also. Okay, mach das. Ich denke mal nicht nach. Denke nicht nach, sei der Kran. Was habe ich hier vorne? Ist hier... Ach ne, das ist glaube ich kein Geschenk, sondern die Anzeige, ne? Ja, okay. Das ist die Anzeige, ja.
Jetzt habe ich es doch eigentlich, oder? Jetzt muss ich den Schlüssel nur nehmen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert, aber okay. Schau mal. Ich meine, hier muss ich ja den Schlüssel offensichtlich rüberwerfen. Da muss ich ihn auf jeden Fall so ablegen, genau. Achso, ich kann den ja hochwerfen, genau. Und jetzt siehst du es aufs Fließband legen. Jetzt wieder rot, dann habe ich es doch eigentlich, ne? Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Probier es mal. Ach nee. Du hast einen Denkfehler. So geht das nicht. Du kannst den Schlüssel nach oben werfen auf das Fließband oben. Ah, ja, gutes Argument. Wenn das geht, das ist natürlich jetzt das nächste. Von dem anderen Gelben kann ich das machen. Ja. Ja, das ist eine gute Idee, das machen wir mal. Die Idee ist gar nicht so schlecht, Zellos. Mhm. Bin zwar gespannt, warum du da immer die Ablage machst und so, aber okay. Achso, und da muss ich mich beeilen und dann einfach nur den roten. Warte mal, wenn ich das jetzt werfe, dann muss ich dann schnell den roten auf. Drücken. Ja, wenn du das jetzt wirfst, dann fliegt es automatisch runter beim Checkpoint. Ja, ich werfe es ja nach oben. Also mein Plan ist jetzt, ich werfe es nach oben, dann nehme ich unten das Laufband und aktiviere erst den Knopf und dann den roten. Ja. Verstehe ich auch so, ja. Hier war schon richtig, ja, war schon richtig. Alles gut. Kurzer Moment geistiger Verwirrung. Na, das Problem ist, jetzt fehlt dir die Zeit weg. Ah, so muss man es machen. Ja, so muss man es machen, ja. Ja, ich habe zu lange gewartet, weil ich irritiert war und verwirrt und kennst mich ja. Ja, alles gut. Aber so müsste es eigentlich an der Stelle laufen. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, als wie du das vorhin machen wolltest. Ja, ich will den Schlüssel wieder aufnehmen. Oh. Was hast du jetzt, was hast denn du vor? Ich weiß nicht, was du gerade vorhast gerade. Ich will da hoch. Du kannst es aber mit dem Schalter kannst du zusammen da auf den. So, auf also den, jetzt dahin werfen. Achso, warte mal. Dieses Level. Achso, genau das gleiche, was ich eben gemacht habe. Und dann sofort wieder loslaufen. Genau. Jetzt hoch werfen an der Stelle. So. Schalter, rot, und jetzt rüber. Nein. Und das war schlecht. Oh. Ja, das war wieder das, ja, da bin ich aus Versehen draufgesprungen wegen dieser komischen Steuerung. Ich muss oft genug über die Steuerung. Einfach nicht springen. Ja, das sagst du in einem Mario-Spiel. Ist gar nicht so leicht. In einem Mario-Spiel nicht zu springen ist für mich unmöglich. Ich drücke automatisch 7-mal in der Sekunde die Sprungtaste. Das ist dein Problem. Ja, tatsächlich. Aber bisher hatte ich noch nie ein Problem damit, außer in diesem Spiel hier wahrscheinlich. Ja, das ist auch ein Puzzlespiel, ist ja auch kein Plattformer. Das ist ein Puzzlespiel, Mensch. Wieso ist das kein Plattformer? Weil es ein Puzzlespiel ist. Ja, ein Plattformer. Ah, ja, das war ein bisschen krebelig, aber egal. Alles Bomben gut. Bomben gibt's jetzt auch. Wie funktionieren die? Die haben werfen? Wir schon gehabt. Echt? Die kannst du aufnehmen und dann werfen, ja. Wow. Muss halt direkt an der Wand halt werfen. Das war wieder das beste Feuerwerk vom Aldi oder vom Lidl. Kleine Explosion, aber eigentlich kein Wumms dahinter. Ja, okay. Ich drücke einfach mal wieder alle Knöpfe ohne Sinn und Verstand und ohne nachzudenken. Ja, probier mal. Pionieren wir. Achso, die Bombe muss mir wahrscheinlich folgen, ne? Ach ne, nur für 100%. Hä? Ja, du brauchst jetzt eine Bombe für die Wand links. Hallo Bombe. Hallo. Hallo. Du musst drauf springen. Das hatte ich befürchtet. Oder kann ich die nehmen und dann da oben drauf springen? Das müsste doch auch gehen, oder? Du kannst oben bestimmt den nehmen, hätte ich auch gesagt. Oh. Dann machen wir das so. Mhm. Diese verzögerte Steuerung haben die nochmal 20 Minuten Spielzeit raus. Oh, jetzt geht er in die Richtung. Wunderschön. Gleiche nochmal. Achso, ja, noch eine, wow. Gleiche nochmal.
Das gleich nochmal. Oh nein. Nope, brauchst noch einen. Ach, sowas passiert auch nur mir. Nicht so hübelig sein, lieber Barry. Hübelig ist mein 17. Vorname. Wie viele du hast, wie viele hast du mittlerweile? 109. Ach so. Was hat mir das jetzt gebracht? Jetzt, ich meine, ja, jetzt kann ich mir dieses wunderschöne... Achso, es geht hier weiter, okay. Ja, dann... Achso, da muss ich den von da nehmen und hier rüberwerfen. Okay, verstehe. Yes, sir. Ich verstehe. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist diese Steuerung, die... Oh, jetzt kriege ich den nicht und dann muss ich nochmal warten. Ja, muss ich jetzt nochmal warten. Also, was mich aggressiv macht in Videospielen, ist, wenn die langsam sind und ich warten muss. Das ist... Hallo, ich bin da drauf gesprungen. Oh, so richtig ich schön kotze. Unfähig, der Barry gerade. Ich bin auch müde. So, ich spring da jetzt drauf. Du schiebst auf die Müdigkeit. Ja, mach ich auch. Bitte überlebe, Mario. Ich will dieses Scheiß-Level nicht nochmal spielen. Erstmal Eis. Schade, ach Mann. Kein Eis-Tee mehr. Das Leben ist grauenhaft. Das ist ja schrecklich. Fast wie wenn man keinen Kaffee mehr hat, das ist genauso schrecklich. Ja. Kennst du Leute, die abends noch Kaffee trinken? Ich würde sowas ja niemals machen. Ich bin so einer, der noch abends Kaffee trinkt. Ach so, okay. Ja. Das wirkt schon gar nicht mehr, das Zeug, das ist nur noch rituell. Ja, da musst du irgendwann auf Mate-Tee oder so umsteigen. Nö, das geht auch gar nicht mehr ums Aufstehen. Ich mag den Geschmack tatsächlich. Das ist gut. Okay, ja, ich drücke wieder sinnlos Knöpfe. Ja, ist okay. Ich mag, ja, ich mag halt so Knöpfe sinnlos drücken. Auch meine Lieblingsbeschäftigung. Oh ja. Was soll ich mit dem Schlüssel machen? Ich lasse ihn mal wieder unten. Ja, tschüss, tschüss. Ja. Oha. Ciao, Barry. Fledermäuse. Oha. Konnte doch irgendwie ran. Na, oh, wow. Map, na, bringt dir nicht so viel an der Stelle. Frag mich gerade, was ich für einen Vorteil habe, wenn ich da oben lang gehe. Eigentlich keinen. Deswegen mache ich das jetzt mal, um das Spiel zu triggern. Probier's aber mal. Die Musik ist irgendwie wieder ein bisschen komisch. Ist nicht, keine Musik für dich jetzt in dem Geisteszustand, wie du gerade bist, glaube ich. Nee, aber hier ist doch gar kein Schalter mehr, den ich drücken kann. Ja, geh mal runter rechts, da warst du noch nicht. Aha, siehst du, da würde Lara Koch sagen. Ah. Aha. Achso, und jetzt kann ich den Schlüssel holen und dann, ja, habe ich es ja im Prinzip geschafft. Genau, den Schlüssel holen und du musst jetzt halt einmal diese, genau. Aber warum nimmst du denn auf, wenn du müde bist? Ja, was Spaß macht, weiß der Penner. Weiß ich nicht. Deine Mutter ist müde. Genau. Deine Mutterwitze, die werden, glaube ich, auch nie alt an der Stelle. Gibt's die? Also klar, gibt's die noch, aber die sind doch auch nicht mehr modern, oder? Wir sind ja alt und verbittert. Nicht, aber nee. Oha. Ich habe eigentlich die Kanonenkugel mich dreht. So, oh, trifft sie mich wahrscheinlich. Oh Gott, die fliegt so. Okay, sie wird mich definitiv treffen. Die fliegt auch ab und zu mal so. Wieso? Ich hole mir mal das Leben. Einfach, weil ich es kann. Ja. Versuch dabei nicht zu sterben beim Leben holen. Okay. Ah, ich habe ja Donkey Kong Junior in der Game & Watch Galerie ein bisschen zumindest gespielt. Deswegen weiß ich ja, wie diese Lianen hier funktionieren. Die funktionieren nämlich fast genauso oder genauso. Ja, cool. Oh. Boah, das habe ich sogar überlebt. Ich bin ja... Ei, was für ein Tier, Alter. Du Maschine. Okay. Ah, das war jetzt gemein. Ja, das ist, wenn man irgendwie als Kind über die Straße geht und dass man nicht so ganz einschätzen kann, wie schnell das ist. Ah, fuck. Demo. Hm. Ja, ich habe noch 5 Versuche oder 4 Versuche, von daher bin ich optimistisch. Das sind noch 4, ja. Ob ich das noch schaffen kann. Oh Gott, ich bin doch nicht mehr optimistisch. Glaub an dich. Für alle Leute, die sich denken, wieso stellt der Typ sich so an? Ich wiederhole mich nochmal, diese Steuerung ist so träge und verzögert. Ich weiß, das ist eine billige Ausrede, aber... Ja, es ist eine billige Ausrede, aber ja, es ist auch neben der billigen Ausrede einfach ein Fakt. Also sind wir in der Mysterium, im Mysterienforst, das ist immer mysteriös. Mhm. Bei meinem Vorgarten sind wir an der Stelle, bei Pikmin 4 an der Stelle sozusagen. Aber mal gucken, ob ich die beiden nächsten noch schaffe in den 10 Minuten. Bin mal gespannt. Glaube nicht. Problem ist, ich werde nicht unbedingt wacher, aber naja. Oh, das sind wieder so viele Sachen.
Hilfe, 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 okay. Hilfe, Hilfe. Ich gehe einfach erstmal da lang und tue so, als wenn ich ein dreijähriges Kind wäre, das einfach spielen will und keine Ahnung hat, was es macht. Papa, kannst du das Level für mich spielen? Halt, ich komm da nicht weiter. Ich komm da nicht weiter. Ja, also mal probieren. Ich brauch doch eigentlich noch einen gelben Schalter, dann hab ich's doch. Ja, eigentlich schon, ne? Und der ist wahrscheinlich hier unten irgendwo. Ne. Also ja, erstmal das, genau. Dass du links, ich glaube links ist der Schalter. Ganz links. Genau, mach eine kleine Wanderschaft. Ah, komm. Kannst den, glaube ich, auch hochwerfen. Achso, ja, genau, da oben ist dann ja wieder das Ding zum Wechseln. Jupp. Das machst du sehr schön. Danke, danke. Alter. Darf ich nur nicht runterfallen und Spoiler. Okay, das ist doch ein bisschen. Genau, und du musst jetzt tatsächlich den Schalter jetzt dann betätigen wieder. Ich kann doch da bestimmt glitschen und dazwischen. Muss ich mal ausprobieren. Mit dazwischen glitschen hier. Doch, das will ich ausprobieren. Ja, okay, dann probieren wir das jetzt eine Viertelstunde. Ja. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist eher, okay, dass du den Schuss rüberwerfen kannst, aber. Oh, fall da Schaden. Kann ich den da hochwerfen eigentlich? Nee. Nee, wirf ihn aber hoch bei der Plattform, die nach oben fährt. Kannst du, glaube ich. Und dann musst du relativ schnell. Ich bin verwirrt. Was soll mir das denn bringen? Dann habe ich das gleiche wie eben. Dann bin ich da auch mit dem Schlüssel und komme da nicht hin. Probier's doch einfach mal. Und dann musst du dann. Hab ich doch. Also das bringt mir ja nichts. Das war schlecht, Barry. Bin ich doch jetzt genau in der Situation, wenn ich das mache, was du sagst, bin ich doch genau in der gleichen Situation wie davor. Nee, du hättest einfach das auf das Fließband, was nach oben fährt, hättest du es legen können. Und dann wärst du hinterher gesprungen. Also hier jetzt wieder hochwerfen. Genau, wenn du den Vorsprung nimmst, auch nochmal eine Stelle. So. Dann wechsel die Richtung wieder. So. Lalala. Ja. So, jetzt nimmst du den Schlüssel, gehst runter. So, machst Fließband. Oh, wirfst dann die Schlüssel. Gehst dann unter das Fließband, was da hochfährt. Genau, und schmeißt es dann gleich hoch, wenn er dann erscheint. Und kletterst dann. Scheint nicht oder zu springst gehen. Dann in. Spring, ja, das ist Timing. Das ist Timing. Na, was schlechtes Timing? Ja, klein bisschen früher. Ah! Ein kleines Stückchen. Alter! Ich glaube nicht. Ich nicht. Ich glaube, das geht nicht. Sicher? Also. Ich hätte doch jetzt eigentlich mittlerweile mal klappen müssen, oder? Oder du musst den Schlüssel tatsächlich auf der Plattform lassen, bevor du nach unten gehst. Boah, gute Frage tatsächlich. Jetzt bin ich gerade ein bisschen auch überfordert. Ich will mal gucken, ob man den überhaupt da drauf werfen kann. Ja. Okay, ich muss ein bisschen warten. Okay. Ja, ein bisschen warten. Okay, das muss ja an sein. Das habe ich jetzt mal. Ich fühle mal gerade ein bisschen rum. Mhm. Also, ich fühle mal wieder so wie. Warte, was bringt mir das denn hier eigentlich? Ich weiß, das haben wir schon gemacht. Mhm. Meine geistige Verwirrtheit will es unbedingt normal machen. Mhm. Was passiert denn? Kannst du das. Ja, genau. Ah, nee, kannst du nicht. Aber du kannst jetzt hochklettern. Ja, Mario, mach doch bitte aufstehen. Mach doch das Fließband an der Stelle. Musst du jetzt gleich wieder aktivieren. Ach, also, scheiße. Fließband, ja, du musst das Fließband jetzt aktivieren. Also bin ich. Schlüssel ist RIP. Also dann noch. Nein, es ist alles gut. Resette den Schlüssel. Resette den Schlüssel. Resette den Schlüssel. Resette den Schlüssel. Easy. Ja, 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 ja. Easy. Es ist alles RIP. Es ist alles im Eimer, sagt er. Ja, dachte ich auch. Okay. Junge, Alter, ist alles so easy. Ja, das ist der fünfjährige Mensch. Ja, ich bin ja bei 4. Ja, bei 3. Jetzt kannst du hochwerfen. Aber warte mal, ich mach das anders. Mhm, ich sehe schon. Hat gut funktioniert. Hat sehr gut funktioniert, was du da gemacht hast. Oh Gott, ich bin so froh, dass du doch den Level spielen musst. Nimm den nicht wieder. Barry? Ich will das mal im Trocknen gerade üben. Okay. Ah, jetzt ist das ein Deep Spot, weil du zu lange gebraucht hast. Okay, 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 okay.
Wunderschön. Eieiei. Ich bin gespannt, wie bei dir die achte Welt wird. Ja, das ist ich meine, so ein bisschen Schadenfreude, Schadenfreude ist ja gut, aber ich finde, das Spiel hat wirklich... Ich will mich nicht wiederholen, aber du weißt, was ich jetzt sage. Alter. Mhm. Das Spiel hat eine sehr interessante Steuerung, sagen wir es mal so. Ja, der läuft jetzt ein bisschen. Scheiße, was auf das Geschenk? Wie komme ich hier wieder zurück? Ja, das darfst du jetzt überlegen. Nimm das Geschenk. Ich will das Geschenk nicht. Ja, das kriegst du jetzt aber trotzdem, auch wenn du es nicht spielst. So, dann nimm das Ding mit. Weg. Oh Gott, genau. Da gehen alle nach rechts. Es macht keinen Unterschied, glaube ich, wenn du die jetzt umstellst. Bei der Steuerung? Macht alles einen Unterschied. Nö, mach das nicht. Ach, ich muss nur da irgendwie hinkommen. Ah. Ich glaube, das muss ich jetzt nach rechts, damit ich da... Oder so. Ja, wunderbar. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist vom Spiel, aber egal. Ich glaube, das ist ein bisschen anders beabsichtigt gewesen, ja. Kannst du, glaube ich, auch mehrere Seitenarten machen. Level 7. Siehst du, jetzt sind wir... Sind wir doch 100% Run jetzt an der Stelle? Zumindest in diesem Level. Ja, ein bisschen angestellt, aber naja, ich habe ja immer wieder die Ausrede abgesehen. Ja, gut, ich würde sagen, du übernimmst den nächsten Part. Nö, ich glaube, kein Eis mehr, kann ich nicht schlafen. Ja, mal gucken, vielleicht kommen wir nächstes Mal durch, vielleicht auch nicht. Okay. Schauen wir mal. Wir gucken mal, ob Rikus aus der Dusche wieder da ist, dann kann der auch mitmoderieren im nächsten Part. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.